Mac Random 7, Magic, Mystery and Awesomeness, der beste Stream aus Berlin, ist am Stizzle. Wir sind wieder hier am hochwertigen Streaminieren. Ich hoffe mal, das ist HD hier, 1337. Ich weiß jetzt nicht, was ich gedrückt habe. Und, Junge, sind gar flotte Angler, Digi. Flotte Angler, Digi. Da hatte ich die ganze Zeit Angst, dass die Angel da, die mir den Arsch aufreißen. So, jetzt essen die dicke Schnittchen, Digi. Dicke Schnittchen. Ich esse nachher einen Monte übrigens. Der wird mir sehr schmecken. Hat sogar ein extra Sahnekästchen an der Seite. It's so delicious. Brothers and sisters, it's nice. So. Wir haben hier richtig geile Temperaturen. Ich glaube, das sind so circa 21, 22 Grad. Wir sind hier auch früh am Morgen am Stizzle. Circa 8 Uhr haben wir. Und da ist Frischheit. Das ist auch die einzige Zeit, wo man hier was machen kann. Ne? Ansonsten würde man ja schwitzen ohne Ende. Und ihr habt bestimmt gemerkt, die Streams sind jetzt auf einmal total beschissen. Also nicht die Streams, wenn sie da sind, sind sie gut, ne? Aber ich habe beschissene Zeiten. Und das liegt einfach daran, weil wenn es so heiß ist, dann kann ich nicht streamen, ja? Weil dann kommt heiße Luft in den Rechner, heiße Luft in den raus und dann wird es noch heißer, das geht nicht. Wie gesagt, ihr wisst alle, meine Platte ist nicht isoliert. Wenn die nicht isoliert ist, Digi, dann heizt sich das jedes Mal auf, immer mehr. Ihr könnt nichts dagegen tun, ne? Ist schlimm. Deswegen entspannen wir uns wieder. Wir sind wieder mit unseren Rollern kilometerweit gefahren und sind wieder am Start. Ihr könnt es wahrscheinlich erkennen. Richtig, wir sind wieder in Woltersdorf. Woltersdorf, Digi, und zwar an der Schleuse. Die kann man jetzt auch gleich sehen. Ich werde mal kurz die Kamera wechseln. Oh, das ist... awesome. Schaut euch das an. Wir werden jetzt kurz chillen. Wir gehen jetzt kurz in uns und werden chillen. Hier ist keine Bildstabilisierung. Das liegt daran, weil ich 60 FPS habe. Für maximale Awesomeness. Oh, baby, baby, baby. Yeah, it's time. Ich glaube, ich mache mal Zoom an. Dann könnt ihr hinten sehen. Nee, das ist hier gar nicht. Also, es ist dahinter hier. Also, ich zeige das mal ganz kurz, ob man das sehen kann. Moment. Ups, falsche Funktion. So, hier hinten. Hier hinten ist das Besondere. Hier ist die Woltersdorfer Brauerei. Die ist erst seit kurzer Zeit am Start. Nennt sie Schleusenbräu oder Schleusenbrauerei? Weiß ich nicht, Woltersdorf. Es gibt Leute, die sagen, geiles Bier. Es gibt Leute, die sagen, das schmeckt kacke. Ich weiß es nicht. Das ist einfach nur Geschmack, ja. Aber ich nehme an, wenn Leute existieren, die sagen, das ist geil, dann scheint das Bier im Durchschnitt geil zu sein. Ist einfach so. 20-facher Zoom, ich kann nicht stillhalten. Ich habe Wellen am Start, you know what I mean. Da filmt einer die Brauerei. Haben noch nie so eine geile Brauerei gesehen. It's amazing. So, hier sind wir am Start. Eigentlich hier, das ist nur ein Bonus-Zoom. Und hier sind sogar richtig awesome Fische. Hier waren gerade Angler, ich glaube, ihr habt sie gerade gesehen. Und normalerweise sind hier... Oh, kannst du mal winken? Yes, das ist er. So, wollen wir mal schauen. So, wir suchen nach dem Fisch. Der kommt denn auf den Tisch. Babyfisch. Der kommt denn auf den Tisch. Fischi, 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 fein. Da seht ihr schon Fischi, da ist Fischi. Fischi. Come on. Let me show you skills. Nein, der kann schwimmen, Diggi. Der kann schwimmen, der kann auch schwimmen. Ah, ich glaube jetzt nicht. Wellen, Diggi, Wellen. Oh, das ist ja... Das Wasser ist klar. Wie bitte? Beiden. Amazing. So, gehen wir mal. Was guckst du denn so komisch? Ja, ich schwimme gleich. Ich genieße bloß hier das Wetter und so und mache ein paar Witze. Was haben wir denn da? Gehen wir mal schauen. Oh, Baby, 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 da weißt du Bescheid. Gehen wir mal raus, beste Privatsphäre und so. Richtig geil, das sieht aus wie zwei Wohnzimmer, Digi. Richtig nice, Digi, richtig nice. Schade, dass ich sowas nicht hab. Ihr wisst, ich bin arm. Hier ist Libelle am Stizzle. Libelle. Die Libelle guckt komisch, Digga. Wechseln können. Ha?
Verarschst du mich gerade? Oh nee, das ist der Kollege, der von dem wieder zurückkommt. Die sind ja mal trinken. Warte mal. Junge, Junge. Oh, verdammt, da schauen wir mal rein. Also, das wird schon lange nicht mehr verwendet. Das wird sogar schon an der Seite bespritzt. Auf dem Haufen, da war ich mal bergsteigen. Das ist richtig geil. Da kann man irgendwo von da hinten, das ist das Woltersdorf, da kann man denn durch den Wald und durch den Wald kann man denn durch den Zaun kraxeln und da oben hingehen. Das ist eigentlich eine Müllhalde, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist ein richtig geiler Berg. Das ist nice, vertraut mir. So, was gibt es sonst noch Interessantes? Willst du mich verarschen? Ja, natürlich. Ja. Nächstes Mal kannst du mal deine Schwimmschuhe mitnehmen, ne? Dann werden die ja nass putzen. Ach, die werden dann nass. Na, das ist ja amazing. Nochmal winken, bitte. Jetzt wollen die Zuschauer sehen. Winke mal erotisch. Ja. Ja, ihr wisst, erotisches Winken ist immer kreisrund. Ja? You know what I mean. Das steht nämlich für, will ich nicht sagen. So, wir genießen weiter die Natur. Noch immer hier, McLean im 7, der beste Stream aus Berlin. Magic, Mystery and Awesomeness. Und kann nicht besser laufen. Kann nicht besser laufen. Oh, da vorne, da ist Schwabbeldiggis. Das ist eklig. Das ist so ein, ihr wisst, was ich meine, so Slimes, ja? so Grünzeug, was hier schwimmt und so. Das machen auch die Leute meistens raus und schmeißen das denn da an der Seite vom Grün. Ich blende mich jetzt nochmal kurz ein, damit ihr nochmal was sehr Erotisches sehen könnt. Moment, ich muss mich konzentrieren, deswegen muss ich mich psychisch darauf vorbereiten. Ist so. Mhm. Übrigens, wer aus der Nähe ist, nehmen wir mal die Strecken, wo ich mich meistens aufhalte. Gosenau-Zittau. Berlin-Wilhelmshagen. Berlin-Rahnsdorf. Wie heißt das, wo sie die neuen Häuser gebaut haben? Wo wir immer durch den Wald gelaufen sind? Na, das, was neben Erkner ist. Hessen-Winkel, Berlin-Hessen-Winkel und Rüdersdorf, Woltersdorf. Wer diese Gegenden kennt, ja, da kann man ja vielleicht mal miteinander schwimmen oder so. Keine Ahnung, oder wer von da kommt, da kann ja einfach mal unter die Kommentare schreiben. Hey, komm auch von daher, beste Gegend, Evi. McLean 7, hier werden neue Worte erfunden. Vote for Evi. Bin ich gut. Ich bin brillant, ich weiß. Ah, das ist das beste Digi. Moin. Also, es kann nicht mehr besser werden. Es ist, und umso länger ich hier bin, ja, umso schönere Frauen sind am Start. Ne? Das ist schon amazing, Digi. Ist schon amazing. Hier haben wir schon Geräte am Stissel gehabt. Da hat man schon gedacht. Mashallah, Digi. Natürlich habe ich niemanden getraut anzusprechen, abgesehen mit Moin, weil ich mich nicht traue. Ihr wisst ja, ich bin sehr schüchtern. Nee, jetzt wirklich. Es kommt jetzt nicht so rüber im Internet. Hier, weil Internet. Aber im Real Life, Gegenteil, ja. Bin ich extrem zurückhaltend. Aber bist du mal ruhig da hinten. Muss mich konzentrieren hier, hochwertig. So, und apropos hier. In der Nähe von der Schleuse, da haben wir auch Bootausleihservice. Ich zeig das mal, sind gerade Bootsfahrerinnen am Start. Fahrerinnen, weil es drei Frauen sind. Rinnen, ihr wisst. Ups, sehe ich sie nicht mehr. Geht nur mit Zoom, Digi. Das sind sie. Die drei vom See, Digi. Ich könnte noch mehr reinzoomen, aber dann sieht das Bild kacke aus. Wir lassen das so. Fünffach ist auch schön. Wow, das steht it, das steht it. Amazing, Digi, amazing. Come on, richtig tief rein, das Ruder. Nee, ist ein Paddel, oder? Ist das ein Paddel oder ein Ruder? Na da, das sind drei Frauen mit einzelnen Dingern, die so rumputscheln da.
Na? Kanadier. Kanadier ist das. Nee, wie sich die Ruder da nennen, diese Paddeldinger. Kanadier nennt man das. Auch die Paddel nennt man so, oder was das da ist? Ja, wenn einer paddelt. Hä? Ist mir zu hoch. Ich habe ein Schlauchboot und damit kann ich rudern und ich nehme mal an, das sind Ruderdingens. Nur weil ich sowas habe, heißt das nicht, dass ich weiß, was das ist. Ja? Ihr wisst ja auch nicht, mit was euer Auto da läuft. Ne? Also ich meine zumindest, ihr könnt den Motor nicht austauschen oder sowas. Zumindest nicht die Masse. Ihr wisst, was ich meine. Wie, du willst schon wieder weg? Nein, ich roller jetzt schon rum. Was? Du willst einfach hier so rumrollern? Sinnlos? Vielleicht im Wasser roller ich sogar. Ist das dein Ernst? Ja. Hey, sag mal, das kannst du doch nicht bringen. What's going on with you? Mach mal Gymnastik oder so, Gymnastik. Und rechts und links und rechts und links und den Bein hoch und das rechte Bein hoch und das rechte Bein hoch und ui und das linke und das rechte und ui und schwenk aus und so. Ui, 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 das war hochwertiger Guten Morgen in McLean's Heaven. The best streamer aus Berlin, you know what I mean? So, jetzt gehen wir mal ein bisschen stalken, Diggi. Stalken. Bisschen stalken. Let me stalk, Diggi. Let me stalk. Oh, ich kann nicht sehen, ich kann nicht stillhalten, ich kann nicht stillhalten. Oh, da wird Essen zubereitet, da wird Essen zubereitet, Diggi. Es ist so fruchtig, Diggi. Oh, da hinten wird eine Presse ausgepresst. Also da wird eine Apfelsine gepresst. Und wir können diesen hochwertigen Saft nicht genießen. Digi, was ist denn los? Digi, das können die uns doch nicht antun. Das können die uns doch nicht antun, Digi. Ah, also die Sonne ist zwar bewölkt, aber mich blendet er trotzdem. Ich bin empfindlich gegen Licht, deswegen sehe ich immer so ein bisschen zerknautscht aus. So kann ich dann wieder richtig gucken. Das geht relativ gut, aber ansonsten, ihr wisst Bescheid. So, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, euch hat wieder dieses kurze Vlog gefallen. Und nachher gibt's nochmal, glaube ich, ein Mini-Vlog, wie ich einen kleinen Monte genieße. Ich meine jetzt nicht den streamenden Monte, sondern wirklich den Schnabulationsmonte. Ja, ihr wisst, was ich meine. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ich kann nicht weiter den Text, aber dafür bin ich total relaxed. Boah, ist das schön hier. Oh Kacke, die Schleimis sind angekommen. Die Schleimis. What the fuck's going on? Nee, greift dich jetzt mit meinem zarten Händchen. Oh Baby, und dann zieht er zu mir. Oh yes, Mashallah, siehst du schön aus. Oh, dich greife ich. Oh yes, und wir sorgen für Sauberkeit im See. It geht ab. Schau mal, hier ist am Handy da rumfummeln, schön hier, ne? Kennst du, weißt du Bescheid. Zoomen wir mal schnell rein, machen wir mal Privatsphäre kaputt. Ja, du wurdest erwischt gerade, wie du Handysucht hast. Handysucht. So weit, Alter. Es ist unglaublich, so weit. Es ist unglaublich. It is amazing, brother. Oh, fishy. Fishy. How much is a fish? Na, 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 na. Komm mal da ran. Sehe nicht mehr. Die Gang. Gangster Fischi. It's time. Das sind Geldeintreiberfische, die Geldeintreiber fischen. It is time. Wir machen sauber den See. Wie ihr seht, habe ich Schwimmschuhe. Weil ich das nicht mag, den Untergrund. Ja.
Und das da, das ist nicht Xiaomi Pro, oder? Ich zeig dir. Ich weiß, ihr findet die mega geil, Alter. Und ich sage noch immer, ich weiß, da kommt bald der nächste Roller, aber ich sage euch, Geld und Reichweite ist der Beste. Der hat auch einen Peak von 700. Ist so. Peak von 700 Watt, es ist so. Der fährt theoretisch 35 oder so, ja, ohne extra Akku. Der ist wirklich übelste High-End. Ihr könnt mir vertrauen, es ist wirklich so. Ist absolut geil, das Ding. Ich kann das echt jedem empfehlen. Ist wirklich absolut top. Ich habe den jetzt schon seit 2 Jahren. Der Akku läuft noch wie am ersten Tag. Ja, sind über 800 Kilometer, die ich schon gefahren bin. Ist wirklich absolut geiler Roller. Ohne Scheiß. Also ich kann das echt wirklich jedem empfehlen. Überhaupt. Beste die. So, vielleicht können wir von oben hier jetzt besser die Fische sehen. Mal schauen. Es ist schwierig. Ich sehe auf meinem Display so gut wie gar nichts. Gerade waren sie hier. Aber immer wenn ich mit der Kamera komme, dann sind die Fische weg. Sehr, sehr seltsam. Da sind Fische. Jetzt hier, als ob die Kamera sehen. Ich schwöre. So. Geh gleich wieder rein. Ich mach bloß einen schönen Film.